So, wir multiplizieren mal im Achtersystem, nämlich die Zahlen 2, 4, 6, 1 und 3, 4. So. Jeder, der jetzt redet, beobachtet sich mal selbst und wenn ihr feststellt, dass euer Mund sich bewegt, einfach mal nichts sagen. Gut, okay. 2, 4, 6, 1 mal 3, 4. Was muss ich als erstes machen? Ja? Ja? 3 mal 1 gibt 3, okay? Nächster Schritt. Ja? 6 mal 3 sind 18. Genau. 3 mal 6 sind 18. Jetzt müssen wir überlegen, was ist 18 im Achtersystem? Okay, machen wir wieder eine kurze Stellenwerttafel für die bessere Vorstellung, ne? 18 ist 2 mal 8 ist 16 plus 2 ist 18. Ne? So, das wäre 18. Das heißt, 3 mal 6 ist 18 und 18 ist im Achtersystem 2, 2. Also wir müssen 2 einer hinschreiben und 2 merken. Ne? Merke 2. Die 2 Achter müssen wir uns merken. Okay, nächster Schritt. 3, ja? Und 14 ist eben ein ganzer Achter und ein Sechser, also schreibe 16 und behalte ihn ein. Genau. 3 mal 4 ist 12, 2 haben wir uns gemerkt, 14. 14 im Achtersystem ist 1, 6, also 8 plus 6. Das heißt, wir schreiben 6 hin und merken uns 1. Nächster Schritt. Ja, 3 mal 2 ist 6 und 1, die wir uns gemerkt haben, ist 7. Okay. Ja. Ja. Gut, man kann eine 0 hinten dran schreiben jetzt, klar. Man kann aber auch die Lücke einfach lassen, wenn man sozusagen wendig ist und Experte im schriftlichen Multiplizieren. Ne? Ja. Ja, 4 mal 1 ist 4, genau. So, nächster Schritt. Nächster Schritt, ja. Ja, 4 mal 6 ist 24. 24 im Achtersystem ist 3, 0. Das heißt, wir müssen 0 hinschreiben und uns 3 merken. Weiter geht's. Genau, ich wiederhole nochmal, 4 mal 4 ist 16, 3 haben wir uns gerade eben gemerkt, also 19. 19 im Achtersystem ist 2, 3, also 2 mal 8 plus 3, 3 hinschreiben, 2 merken. So, was ist der letzte Schritt hier? Ja? Stopp, nicht 3 mal 2, sondern? Auch nicht? Genau, 2 mal 4. Genau, also 4 mal 2 ist 8 und 2 hatten wir uns gemerkt. Ist 10. Okay. 10 im Achtersystem ist? Okay. 1, 2, genau. Also nochmal, 4 mal 2 ist 8,
2 hatten wir uns gemerkt, kommt 10 raus, ne? Und 10 schreibt man halt so hin. 1, 2. So. Okay, das müssen wir noch addieren. Wer kann es schnell mal machen, bitte? Ja. 4. 0 plus 3 ist 3. 3 plus 2 ist 5. 6 plus 2 ist 8. Machen wir gleich. Wir sind sozusagen schon im 8. ist dem Denkende. Ne? Genau. Ja. 7 plus 2 ist 9. Genau. Gibt es Fragen dazu?